Darf ich vorstellen? Der alte Mann, Reinhard Steinbrecher alias Ex-DJ Stony, alias Poet, Gedankenspieler, Lyriker, möchte gern. Wilfried Liebe. Wieder mal mit neuem Look oder wie auch immer. Und auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an Sanne C. glaube ich, aus United States of America, die tatsächlich den weiten Weg aus den USA hierher gemacht hat, nur um mir die Haare zu schneiden. Das ist natürlich gänzlich gelogen. Sie hat alles vor, aber sie hat die Zeit gefunden, bei uns vorbeizuschauen. Und sie hat aus Amerika ihr Handwerkszeug mitgebracht. Sie hat dort nämlich einen Friseurladen, eine Friseuse mit Abi, deren Ausbildung in Deutschland als Kosmetikerin aber in Amerika nicht anerkannt wurde. Also trotz Abi. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Weiß nicht, welche Hintergründe das hat. Vielleicht, wenn man als Kosmetikerin arbeiten will, hat man es doch mit irgendwelchen Mittelchen zu tun oder Arzneien zu tun oder Cremes zu tun, die eventuell vorsichtig angewandt werden müssen, richtig dosiert, achten auf Nebenwirkungen etc. pp. Da kann eventuell genügend schief laufen, sodass durchaus man sagt, na, Vorsicht. Da legen wir schon Wert auf eine gründliche Ausbildung und die haben wir in Amerika. Und wenn da jemand zu uns kommt, dann wissen wir nicht, was der für Ausbildung hat. Bla 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 bla. Aber damit sind wir schon bei einem Thema, das mich leider immer und immer, immer und immer wieder beschäftigt, nervt. Weil es immer wieder auftaucht. Und ich habe es, glaube ich, in meinen Videos schon 1000 Mal besprochen. Nämlich, ich begegne immer wieder Menschen, die einen unglaublichen Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie eben kein Abi haben. Und ich bin schon immer zunächst einmal vorsichtig und halte mit diesen Angaben zurück, dass ich schon mal eine Uni von innen gesehen habe. Weil der Punkt ist eigentlich nicht, dass ich da wirklich Sensationelles studiert habe. Also ich habe da schon Vorlesungen gehabt und Scheine gemacht, die allerhand abverlangen, aber ich bin weit entfernt von irgendeinem Bachelor oder irgendeinem sonstigen Uni-Abschluss, weil ich ja kurz vorhin der Resin geschmissen habe. Im Endeffekt kann man sagen, ist alles nicht. Man kann sogar den Spieß umdrehen und kann sagen, dass du Resin geschmissen hast, zeigt, dass du Depp bist. Dass du das nicht drauf hast, dass du blöd dafür bist, dass du es nicht geschafft hast. Und das muss ich dann auch akzeptieren, so eine Aussage. Fakt ist, ich habe es nicht durchgestanden und alles, was ich dazu anführe, ist natürlich ganz leicht als Ausrede zu deklarieren und es ist vermutlich sogar eine Ausrede. Ich habe mir nicht ganz so einfach getan in manchen Fächern, aber komischerweise gerade
in denen, die ich studiert habe, da schon. Und die ich für sehr kompliziert halte. Das liegt nicht an meiner allgemeinen Intelligenz, sondern das liegt eher vielleicht an einer Sonderbegabung. Und da sind wir schon beim Thema. Sonderbegabungen. Weil, wenn jemand mir erzählt, man muss nicht studiert haben, um intelligent zu sein, dann kann ich ihm schon sagen, das stimmt schon, aber dann muss man sich sein Wissen woanders besorgen. Und das hast du unbedingt versäumt, weil sonst würdest du so einen Spruch gar nicht bringen. Denn der hat ja jetzt so den Anschein, als wolltest du so tun, als wärst du schlau. Aber schlaue Leute bringen so einen Satz nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Ich habe noch nie von einem wirklich schlauen, also gebildeten, also intelligenten Menschen so einen Satz gehört. Weil er sagt vielleicht, nö, man muss nicht studieren, aber es schadet halt nicht. Du hast halt automatisch eine Bildung und Informationen, die du dir zwar auch ohne die Uni aneignen kannst, aber halt sehr schwierig. Und die Frage ist, wie gleichwertig sie ist. Um das abzukürzen, worum geht's da eigentlich? Da geht's ja diesen Leuten, die da immer gleich aufbegehren, wenn sie hören, dass da einer mit Uni protzt, denen geht es ja nicht darum, ob man wirklich wo, wie, welche Bildung sich holen kann, sondern es geht ihnen darum, klarzustellen, man soll sie nicht für dumm halten. Aber sorry, warum nicht? Wenn einer im Tischtennis in der ersten Kreisliga spielt, dann spielt er in der ersten Kreisliga und das ist unterstes Niveau. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja? Ich spiele aktuell in der ersten Kreisliga und wir steigen ab. Und das hat seine Ursachen. In meinem Fall sind es die kaputten Knie. Vorher habe ich auch höherklassig gespielt, aber ich habe nie wirklich besonders gut gespielt. Das ist halt so und dazu muss ich stehen. Deswegen bin ich doch nicht beleidigt, wenn einer sagt, du warst nie besonders gut, du warst immer unterstes Drittel. Ja. Wieso sind also Leute, die bildungsmäßig im unteren Drittel spielen, immer gleich beleidigt, wenn jemand sagt, oh, ich spiele eine Klasse höher, ich habe nämlich das bessere Training. Ich habe die besseren Trainer. Da kommt mehr dabei raus, weil da plötzlich das Selbstbewusstsein angegriffen wird. Weil man sich da gekränkt und beleidigt fühlt, weil da einer ist, der bildet sich was drauf ein, dass er mehr weiß. Und es mag ja alles sein und da kann man sich Gedanken machen, wie man will. Aber der Punkt ist, wenn jemand wirklich Bildung hat, dann erkennt er hoffentlich irgendwann, dass hinter dieser ganzen Geschichte ein System steckt. Denn sonst wäre es ja wie im Sport. Da ist man ja nicht beleidigt, bloß weil man im unteren Drittel spielt. Warum ist man im Kopfsport, im Denksport beleidigt? Wenn einem jemand sagt, naja, dein IQ kann man ja messen, ist nicht so viel. Ja, dann sagt er, der IQ und bla bla bla. Warum ist der beleidigt? Und da bin ich der festen Überzeugung, weil wir in einem System leben, in einer Gesellschaft leben, die das will.
dass man Menschen damit kränken kann und beleidigen kann, dass man sagt, du hast nichts im Kopf. Die deswegen auch gezielt von Dummheit redet und nicht von Kompetenz. Wenn sie nämlich dem Menschen nicht seine Würde rauben wollte und seine Ehre und sein Selbstwertgefühl, dann würde sie nicht von Dummheit reden, sondern sie würde als erstes klarstellen, jeder hat halt die Talente, mit denen er geboren wird und hat eine Umwelt, die ihm dabei hilft, diese Talente mehr oder weniger gut zu verwirklichen. Und da ist das Interessante, da sind diese Leute, die es zu nichts gebracht haben, tatsächlich der Meinung, es ist der eigene Wille, und der einen dazu bringen kann, trotzdem etwas aus sich zu machen. Während ich sage, nee. Wenn die grundsätzlichen Talente nicht vorhanden und nicht von der Umwelt gefördert sind, dann wird auch der Wille, etwas draus zu machen, nicht gefördert. Und wenn der nicht gefördert wird, dann ist er auch nicht da und dann wird es halt nichts. Da würde ich also diese Menschen in Schutz nehmen. Sie nehmen sich aber selber diesen Schutz, indem sie sagen, nee, ich habe einen eigenen Willen und deswegen brauche ich kein Gymnasium und brauche kein Abitur und brauche nicht studieren, ich bin trotzdem helle. Das Problem, sie glauben sich das, sie wollen sich das glauben und da haben wir wieder das, den Dunning-Kruger-Effekt. Einem solchen Menschen kannst du nicht klar machen, dass das nicht stimmt, weil wenn er geistig in der Lage wäre, zu kapieren, dass das gar nicht stimmen kann, dann wäre er ja schon, und jetzt benutze ich das Wort, das ich gern benutze, in dieser Beziehung kompetent, sachverständig. Dann wüsste er schon, wie das funktioniert und wie die Zusammenhänge sind. Wenn er aus der Nummer rauskommen will, dann nicht, indem er irgendjemand von Fähigkeiten erzählt, die er gar nicht haben kann und die dann einer, der da kompetent ist, auch sehr schnell analysieren kann und sagen kann, nee, da ist jetzt mal gerade nichts. Sondern wenn du dein Selbstbewusstsein unbedingt über Intelligenz und Wissen aufbauen willst, ja, dann musst du dir überlegen, was du kannst. Und dann musst du mit dem protzen, was du kannst. Und nicht ausgerechnet mit dem, was du nicht kannst. Warum ich das erzähle? Weil Politik ist mit das Schwierigste überhaupt. Weil da ist Philosophie mit drin. Und in der Philosophie ist alles mit drin. Alles Wissen des Universums ist in Philosophie. Also wenn du von Politik was verstehen willst, musst du ein bisschen was vom ganzen Universum verstehen. Das ist das Komplizierteste. Und deswegen gibt es auch keinen, der da sagen kann, ich weiß genau, wie es läuft. Das gibt es nicht. Sondern jeder hat vielleicht da seine Stärken oder da seine Stärken und da seine Stärken und da weiß er wieder gar nichts. Ja. Und wenn einer naiv genug ist zu glauben, er verstünde was von Politik, dann weiß man von vornherein, der hat noch nicht einmal begriffen, wie kompliziert Politik ist, beziehungsweise die dazugehörige Philosophie noch viel, viel, viel komplizierter. Dunning-Kruger, ich halte mich für kompetent, bin's aber leider nicht. Ich weiß, dass ich depp bin. Und ich habe auch keine Probleme damit.
also damit es zuzugeben. Ich bin eher traurig, weil das Leben für mich viel, viel einfacher wäre, wenn ich doch auch ein paar Dinge gelernt hätte, notfalls auswendig, wenn ich sie nicht verstanden habe, die so das tägliche Leben betreffen und leichter machen. Stichwort Technik und so und vieles andere. Dann hätte ich es jetzt leichter. Aber man kann nicht alles haben. Es ist, wie es ist, wenn man die Begabung hat, daran zu arbeiten, kann man es verändern, kann es verbessern. Wenn man dieses Talent nicht hat, bleibt man stehen oder fällt zurück.